Und auf geht's zu den nächsten Snap-Tipps. Eigentlich wollte ich euch ja Snapchat-User vorstellen, den ihr folgen solltet, aber das verschiebe ich auf Freitag, denn heute kam nochmal die Diskussion auf, ob Unternehmen Snapchat nutzen sollten und wenn ja, wie. Und dazu hätte ich 2, 3 Punkte. Um das vorwegzuschicken, als klassischer Marketingkanal ist Snapchat in Deutschland aus meiner Sicht für Unternehmen noch fast irrelevant. Zumindest wenn es um eine dauerhafte Kommunikation geht. Für die Eventbegleitung, also sprich um Eindrücke für ein Event zu liefern, klar, why not? Das kann sich lohnen. Um die Marke bekannt zu machen und Snapchat wirklich zu nutzen, lohnt sich aus meiner Sicht nur, wenn man mit Influencern, also Leuten, die auf Snapchat schon eine große Basis haben, zusammenarbeitet, sollte das natürlich heißen. Denen kann man auch mal den eigenen Snapchat-Kanal in die Hand drücken, wenn es zum Beispiel um Event geht oder sonstiges. Das heißt nicht, dass es sinnlos ist. Im Gegenteil, für Events super, auch zum Beispiel in der Jugendarbeit nutze ich es, um mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen und sie zu informieren. Funktioniert sehr, sehr gut. Aber eben bitte nicht als klassischer Marketingkanal. Snapchat ist Netzwerk für den privaten, persönlichen Austausch und genau das sollte es auch bleiben. Also wenn sich Unternehmen zu Wort melden, dann nur, um wirklich Infos zu bieten, aber nicht um Werbung zu machen. Ich weiß, das werden jetzt manche Agenturen und auch Unternehmen oder Marketeers nicht gerne hören, aber aus meiner Erfahrung heraus, Snapchat lohnt sich zur Kommunikation. Für besondere Events und sonstige Sachen bin ich komplett dabei, aber bitte, bitte, bitte nicht mit Facebook oder so vergleichen als Marketingkanal, ist das völlig anderes.